Ihr Lieben, was ich hier heute an meiner Bar habe, das schlägt so manchem Fass den Boden aus. 23 Jahre alter Rum. Und ihr dürft gespannt sein. Ich bin es nämlich auch. Ihr Lieben, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Mein Name ist Sven und hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Der Panama Pacific Rum. 23 Jahre alt in dieser Version und ich glaube, das ist der älteste Rum, den ich jemals probiert habe. Ich müsste überlegen, aber das ist auf jeden Fall die Krönung und vor allem auch die Krönung der gesamten Serie, die ich ja bereits für diesen Rum gemacht habe. Ich suche gerade, ob man den hier irgendwo aufmachen kann. Die Krönung der gesamten Serie, die ich gemacht habe, denn es gibt ja 5-Jährigen, 9-Jährigen, 15-Jährigen und jetzt diesen 23-Jährigen Rum ebenfalls und der ist aus bestem Hause. Da erzähle ich euch gleich nochmal was davon. Ich werde den Rum jetzt aufmachen und werde ihn dann schon mal einschenken und dann schauen wir uns die Flasche mal an und ich erzähle, was wir hier so richtig Geniales quasi haben. Das ist wirklich vom Feinsten. Das Ganze kommt aus der Feder von José Fernández. Der hat sich vorne auf der Flasche hier auch verewigt. Man kann es lesen. Man sieht die Überschrift Panama Pacific, dann einen Pazifikdampfer und darunter die Unterschrift von José Fernández, den sie auch Don Pancho nennen, was nichts mit Punchen zu tun hat, sondern Don Pancho ist dort sein Spitzname. Der Don Pancho José, der hat das Masterblenden im Grunde erfunden. Er war unter anderem Lebensmittelchemiker und hat in Kuba gelernt und ist anschließend dann, hat dann rübergemacht nach Panama und hat dort alles Gelernte verfeinert. Und wenn man heute eine Frage in der Rumwelt hat, dann wendet man sich an José Fernández. Er ist einfach the Godfather of Panama Rum. Und aus seiner Feder bzw. aus seiner Obhut sind hier diese Flaschen. Alleine das ist schon mega genial. Ihr Lieben, ich bin einfach gespannt. 42,3% haben wir hier. Ich habe ihn jetzt extra schon mal eingefüllt, damit er ein bisschen atmen kann. Und ich erzähle euch noch mal ein bisschen was über die Hintergründe. Und zwar ist es so, dass das Zuckerrohr in der Provincia de Herrera angebaut wurde. Das ist in Panama. Und dort sind es 35 Grad im Durchschnitt und damit dann perfektes Klima quasi zum Rumfinischen bzw. zum Rumlagern. Und der Rum wurde in einem historischen Relikt angefertigt, denn es begab sich quasi, dass die Las Cabras Destillerie 1990 gebaut wurde und dann aber wegen der Zuckerpolitik im Land aufgegeben werden musste und 1990 bzw. in den 1990er Jahren wurde von einem Käufer wiederentdeckt, was da Geniales in dieser Destillerie stand. Es handelte sich nämlich um eine Brennblase aus Kupfer und Messing aus dem Jahr 1922 und die wurde damals von American and Brass Works aus Cincinnati, Ohio gefertigt und da drin wurde dieser Rum hergestellt. Er reifte im historischen Copper Coffee Column, also im Column Still, und es wurde dann anschließend gelagert, 3 Jahre lang in normalen, sag ich mal, Kentucky Bourbon Fässern, handerlesen natürlich, also handverlesen, und anschließend in Tennessee Whiskey und kanadischen Rye Whiskey Fässern, und das hat natürlich dann den Geschmack hoffentlich so richtig angenommen. Die Flasche, da wollte ich noch mal eben kurz was zu sagen, ist relativ schlicht. Ist eine Langhals, beziehungsweise, naja, keine Langhalsflasche, die werden dann so, aber schon eine mit relativ langem Hals. Es ist, die Flasche an sich ist relativ unscheinbar. Was aber wirklich schön gemacht ist, ist so dieses Emblem im, in so Sandfarben, wie so fast wie Papyrus sieht es aus. Und dann mit dem goldenen Rand verziert, das macht schon was her. Und wir haben hier tatsächlich auch 3 Label. Auch das ist relativ aufwendig, eine Flasche mit mehreren Labels zu versehen. Unten den Hinweis auf die 23 Jahre und dann hinten auch nochmal die Geschichte. Ich bin
Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt riecht und wie es schmeckt. Schauen wir mal. Oha, oh, und das ist richtig schön. Oh, hat das ein riesiges Bouquet. Wir haben hier Vanille, auf jeden Fall, die im Vordergrund steht, durch das Holz, aber auch eine Würze, eine unheimliche Würze nach Tabak, nach dunkler Schokolade, nach trotzdem relativ heller Frucht. Ich rieche eine Mango mit dabei. Also da ist auch so Gelbfruchtiges dabei und das nach all der Zeit. Oh, herrlich. Aber das Holz, die Vanille und dieses Eichenholz, das steht deutlich im Vordergrund. Das ist junges. Es riecht irrwitzigerweise nach jungem Eichenholz, finde ich. Und ein sehr schönes, würziges Bouquet in der Nase. Sehr genial. Oh, da ist auch so ein bisschen alkoholischer Pfeffer noch dabei. Schokolade, habe ich schon gesagt. Oh, herrlich. Und trotzdem so einen leichten Quint an Gelbfruchtigkeit. Oh, das ist richtig lecker. Das riecht. Da kann man den ganzen Abend so verbringen und einfach nur dran riechen. Das ist auch so eine ganz leichte Rauchnote, finde ich. Herrlich. Herrlich. Ihr Lieben, ich bin mega gespannt auf den Geschmack. Prost. Wahnsinn. Wahnsinn. Der ist unheimlich lang anhaltend, hat Vanille, hat Röstaromen, hat Holz auf jeden Fall, hat so Noten nach Tabak und dunkler Schokolade, wobei vielleicht eher auch so eine, so Anteil 55-prozentige Schokolade, also nicht die ganz, ganz dunkle, trotzdem auch so eine vollmundige Kakaobohne dabei, so ein Aroma von Kakao und Schokolade. Vanille ist dabei. Es riecht tatsächlich noch ein bisschen gelbfruchtiger als vorher, nach ein bisschen nach Banane auch, finde ich. Vanille, Banane, Gelbfrucht, Holz, Tabak, Schokolade beim zweiten Mal. Feinster Panama Rum. Einfach nur genial. Der ist in keiner Phase irgendwie übermäßig brennig. Er hat einen, also das schmeichelt so direkt hinein in den Mund und bewahrt sich dann diesen Vanille-Kakao-Schokoladen-Flavor mit einer Idee von Holz mit Tabak und am Ende haben wir so ein bisschen Leder, Holz und so eine Bittermandelnote, aber auch hier gebrannter Kakao, geröstete Kakaobohne sozusagen. Oh, das ist sehr, sehr lecker. Also, ihr Lieben, der Panama Pacific 23 Jahre ist eindeutig die Krönung der gesamten Serie. Es gibt einen 5-Jährigen, einen 9-Jährigen, einen 15-Jährigen und halt diesen 23-Jährigen. 3 Jahre lang in Bourbon-Eichenfässern, handverlesen aus Kentucky, gelagert und anschließend 20 Jahre noch in Whisky-Fässern und kanadischen Ray-Fässern. Richtig genial. Von José Fernández, dem Godfather of Panama Rum, der, wie gesagt, schon
in den 50er Jahren gelernt hat, der mittlerweile sehr, sehr alt ist. Er ist über 80 Jahre. Und wenn es irgendjemanden gibt, der sich mit Panama rum auskennt, dann er. Er ist das, also er ist das Gesetz sozusagen des Panama rums. Der hat sich hier diesen angenommen und hat einen richtig, richtig leckeren Tropfen kreiert, der uralt ist und der einfach nur lecker schmeckt. Wir haben Vanillenoten zu Anfang, leichte Noten von Gelbfruchtigkeit tatsächlich, Holz, Schokolade ist dabei und im Geschmack haben wir dann anschließend die Vanille, die sich fortsetzt aus dem Holz, reife Kokos, natürlich nicht Kakao, reife Kakaobohne, gebrannte Kakaobohne, Tabak, Leder am Ende und auch hier Bittermandelnote, eine, ich habe eine Idee gehabt von gebrannter Mandel und Karamell und das ist richtig, richtig lecker. Den müsst ihr probieren, unbedingt besorgt euch den oder wenn ihr auf einer Messe seid, dann besorgt euch auf jeden Fall einen Schluck. Das ist einfach nur leckerer Stoff. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin sage ich, nüchtern bleiben, Prost!